Hallo, herzlich willkommen auf den Galgenwert Food Plus Roleplay Projekt mit den Hübi zusammen. Ah, das habe ich wieder sehr schön eingefädelt. Gar nicht mal groß dran rumgeschnackelt, sondern direkt auf den Punkt gekommen. Ja, so kürze ich's. Richtig. Aber weißt du, was mir auffällt? Ich kann gar nicht die Türen öffnen bei den Fort hier. Der Simple IC? Ja. Okay. Aber das wollte ich nur gerade so nebenbei erwähnen, weil es ist die zweite Folge und die zweite Sabotage. Oh, es geht schon wieder los. Oh, es geht los. Ah, oh, schön. So, Infopunkte. Ja. Oh, das, das habe ich mir jetzt den ganzen Tag vorbereitet. Ja, ich möchte natürlich auch an dieser Stelle meine Leute begrüßen. Oh, oh, oh. Natürlich auch vom LK Play. Ich natürlich auch. Deine Leute begrüßen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zum in Anführungsstrichen Roleplay-Projekt auf der Galgenberg V2 im Food Plus. Ja. Wo geht's weiter? Ich bin am Weinberg mulchen. Da muss unbedingt gemäht werden. Ja, und was machst du? Ich versuche hier gerade meine Sorghumhülse abzukippen. Genau. Ja. Nee, am Abkippen. Also am Einlagern. Mhm. Aber das funktioniert nicht bei mir, weil ich der perfekte Rückwärtseinparker bin. Wahrscheinlich nur mit einem Drehschirm. Ah, jetzt. Ja, ja, aber wir haben ja zum Glück die Sperre drin. So ein paar kleine Helferchen haben wir dabei. Ah, jetzt weiß ich, warum ich es nicht ab. Ah, ich könnte schon wieder. Das ist bestimmt ein Weizenlager. Das Ding hier. Oder? Nee, kann ich mal. Ach, wieso verkaufst du nicht gleich? Nee, weil ich möchte es ja unbedingt sammeln für meine Schweine. Ach, ja. Genau, ja. Ich habe hier das Schweineimperium. Ja, der gute LK Play 87, der macht den Schweinen. Richtig. Was versorgungstechnisch natürlich doch immens ist, sag ich jetzt mal. Brutal, ja. Wirklich brutal. Ich weiß nicht, wie das hier geht. Das gibt's doch gar nicht. Korndrossel abbauen. Ja, du musst es aufklappen. Genau. Ich glaube, du musst das Silo erst aufklappen. Ja, aber da steht nur Korndrossel abbauen. Hey, ich verstehe das nicht. Soll ich mal runterkommen? Boah, das war. Ah, ja, ich hab's. Gut. Okay. Nur kurz zur Info für die Leute, die es interessiert. Also die Zeit, die wird auf jeden Fall noch höher gestellt, wahrscheinlich auf 2-3. Wollen wir es machen, damit wir schon vorwärts kommen, aber jetzt nicht so den ultimativen Stress haben. Vielleicht machen wir es auch auf 5, wir wissen es noch nicht. Genau. Das lassen wir uns noch offen, oder? Ja, eben. Also das entscheiden wir dann für uns selber. Wegen den nächsten Videos. Also wir haben jetzt so ausgemacht, dass wir hergehen und wie gesagt, also wir nehmen ja heute 2 Folgen auf. Die 2 Folgen kommen morgen. Bei jedem auf dem Kanal einmal um 8 und einmal um 12 von uns beiden. Richtig. Also einmal bei ihm, einmal bei mir. Jeweils dieselbe Folge. Das wird auch so sein, wir werden auch zu 99,999% auf jeden Fall immer zusammen aufnehmen. Wenn es zeitlich mal nicht hinhaut und einer von uns
sag ich jetzt mal, durch die Arbeit verhindert ist oder irgendwie was Privates oder Urlaub hat. Oder sowas. Oder, kann oder ja auch Urlaub, mal passieren. Genau. Dann kann es sein, dass auch mal nur eine Folge bei dem jeweiligen kommt. Das schließe ich jetzt mal überhaupt nicht aus und das ist auch völlig in Ordnung, wenn das so ist. Upload, wie gesagt, von den Videos wird dann laufen, weil wir beide, sag ich jetzt mal, ja, unglückliche Arbeitszeiten haben, weil wir beide im Schichtdienst arbeiten. Aber wir werden es hinkriegen. Also wir werden es auf jeden Fall definitiv hinkriegen. Genau. Dass wir jetzt nicht jeden Tag zwei Folgen, aber die nächste, was haben wir gesagt, am Dienstag, Mittwoch. Genau. Genau. Dienstag, Mittwoch nehmen wir jeweils zwei Folgen wieder auf und dann ist für die Woche quasi abgedeckt. Und dann kann dann auch jeder noch sein Singleplayer-Projekt dann quasi weitermachen, wenn das gewünscht ist, quasi. Na? Genau. Also so ist es jetzt geplant und so werden wir euch auch dahingehend weiter informieren, was das Ganze angeht. Und genau, was man noch dazu sagen muss, das sind also vier Folgen in der Woche, haben wir jetzt mal so eingeplant, oder? Genau, das, ja. Genau, richtig. Nicht, dass jemand nochmal nachfragt, wie ich jetzt. Nee, es sind vier Folgen in der Woche geplant. Wie gesagt, Dienstag, Mittwoch nehmen wir auf. Und die kommen dann eben bis zum Ende der Woche. Verschiebt sich dann natürlich auch immer wochenweise. Also ihr kriegt dann rechtzeitig auf jeden Fall Bescheid. Entweder schreiben wir es, ganz wichtig, in den Community-Tab von dem von mir oder der LK-Play schreibt es bei sich rein. Genau. Und dann wisst ihr auch, alles klar, heute kommen zwei Folgen. Super. Ne? So. Das erste also so Feld viel, ist schon mal also so viel geerntet. Rede ich im Singleplayer nicht. Ich meine, ich rede zwar auch viel, aber ja, ist doch schon was anderes, gell? Ist ja auf jeden Fall was anderes. Aber es ist schöner. Also die, ne, die Kommunikation, das ist einfach schöner. Genau. So, jetzt ist mal das erste Feld schon mal runtergeerntet. Sehr schön. Oh, das ging fix. Das ging, ja. Also die in einer Folge ein Feld, also es war echt super. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ich bin froh, wenn ich mit dem Mulchen hier fertig wäre. Oh, was haben wir denn da hinten noch? Oh, Mais. Ah, okay, der ist noch nicht erntereif. Kraut entfernen, dann werden wahrscheinlich die Kartoffeln schon erntereif sein. Tja, das wird jetzt natürlich eine Mammutaufgabe werden. Also ihr dürft natürlich auch, um das nicht zu vernachlässigen, dürft ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben, was wir noch dazu machen sollen. Also es gibt ja auf der Geigenberg gibt es ja dann doch schon ein, zwei andere Möglichkeiten, was man noch dazu nehmen könnte. Wie zum Beispiel die Schrebergärten oberhalb von dem Händler. Ah, stimmt. Also das kann man noch mit dazu nehmen. Dann haben wir noch die Apfelplantage oben auf dem Berg, wo man Äpfel quasi anbauen kann. Und ja, sowas zum Beispiel. Also da könnt ihr auch mal ruhig in die Kommentare schreiben, wer da noch was dazu nehmen soll. Also nicht vergessen, ich habe hier noch den Weinberg mit dazu, ne? Also. Und ich habe die Schweine. Ja, tut uns leid, also wir kommen doch nicht dazu. Nee, also schreibt's mal gern rein, was ihr gern noch sehen möchtet, was ihr so, sag ich jetzt mal, von den anderen bis jetzt noch nicht gesehen habt. Wir sind da sehr offen, was das Ganze angeht. Genau. Oje, 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 oje. 30.000. Okay. Noch. Festgefahren. Was liegt denn hier für ein Fass beim Händler? Das ist, glaube ich, mein Düngemittelfass. Ach ja, Flüssigdünger. Das habe ich vergessen, auf Seite zu räumen.
Schieb's einfach auf Seite. Ich hol's gleich also, ab. Also ich könnte theoretisch könnte ich ja meins befüllen oder geht das gar nicht? Ich glaube nicht. Das ist auf meinem Okay. Hof. Ah, schade. Ja gut, dann lass ich stehen. Sonst hätte ich es mitgenommen. Sonst hätte ich es leer gemacht. Nee, Schmann. Ja, wir müssen heute, also ich muss heute auf jeden Fall noch ein Feld kaufen. Oh, okay. Das muss auf jeden Fall sein. Ich brauche Stroh für die Kühe. Weil das möchte ich mir nicht jedes Mal zusammen kaufen. Die Ballen, die möchte ich mir nicht jedes Mal kaufen. Und dann hätte ich auch gleichzeitig noch was, was ich dir vielleicht auch verkaufen könnte. Oh. Als Futter für die Schweine. Das Weil man denkt ja wirtschaftlich, ne? Was wäre denn das? Ach, das Stroh. Nee, warte mal, ich brauche gar kein Stroh, oder? Nee, aber ja. Vielleicht den Weizen oder vielleicht Hafer oder Gerste. Woher hast du denn Weizen auf einmal? Nee, nee, ich hätte Weizen angebaut. Weil ich mir ja ein Feld kaufe. Okay, warte mal, ich muss mal gucken, was ist denn momentan der Weizenpreis? Uja! Ja, das kommt sowieso, das ist sowieso erst nächstes Jahr reif, das Ding. Also, nächste Season. Okay. Ja, aber das ist natürlich schon mal ein richtig guter Preis. Ich meine, was brauchen denn deine Schweine so an Körnergedöns? Das war einmal Weizen und Gerste. Also Weizen oder Gerste. Also Weizen, Gerste, Hafer brauchen sie nicht, ne? Nein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich beides reinkippen kann. Ob ich Weizen und Gerste oder nur Weizen. Ganz ehrlich, ich würde mich für eine Sache entscheiden pro Rubrik. Genau, genau. Und weil das reicht vollkommen. Also, weil wenn du alles nimmst, da wirst du nicht glücklich, das kann ich dir jetzt schon sagen. Genau, ich weiß. Aber das wäre ganz... was würdest denn du anbauen? Weizen oder Gerste? Also grundsätzlich würde ich mal das anbauen, was am meisten Ertrag bringt. Also finanziell gesehen, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Und das würde ich dann anbauen. Genau, und den Rest würde ich halt verkaufen. Weil wenn du jetzt mal in den Shop gehst und nochmal schaust, bei, ich glaube, Paletten ist das. Ach ja. Schweinefutter, weil das ist ja schon fertig gemischt da drin. Ist richtig günstig. Das ist richtig blöd, ne? Das zahlt sich blöd. Das ist, das sind mal andere Preise. Aber wenn du ja eh Weizen anbauen würdest oder irgendwas oder Gerste oder was auch immer. Also ich würde mir wahrscheinlich 2-3 Felder würde ich mir auf jeden Fall holen. Das ist jetzt... Am Anfang wird es wahrscheinlich eher 2 werden. Aber ich würde halt dann auch Sachen anbauen, wo dir halt auch beim... Also außer Kartoffeln und Zuckerrüben. Das mache ich dann. Nee, das... Aber alles andere, da lässt sich auf jeden Fall drüber reden. Das wäre natürlich jetzt mal richtig gut. Da wäre mir auf jeden Fall schon mal geholfen mit den... Aber natürlich ist jetzt die nächste Frage, was verlangt er? Ja, also das kommt halt auf den gewissen, auf den jeweiligen Tagespreis an, ne? Ja. Was der Tagespreis ist und plus 50%. Nein, ja gut, du hast ja die Arbeit und alles, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, ne? Ich meine, da wären wir uns schon einig, sagen wir es mal so, ne? Okay. Ich meine, ich würde dir das auch liefern und alles miteinander, ne? So ist jetzt, es ja nicht. Jetzt gehen die Verhandlungen schon langsam los und nachher kriege ich eine Rechnung hier. was mich umhaut. Schreib mir einfach gleich den Hof, dann haben wir es genau. Hast du eigentlich jetzt schon Kühe? Eine, gell, oder? Oder zehn, hast du... zehn. Gar keine? Zehn? Zehn, ja. Ja, leck, Gummio.
Also, ja, ich bin auch dezent verschuldet. Ja, darf man denn mal fragen, wie ich glaube, aktuell liege ich bei knapp 2,5 Millionen. Ja. Scheiße. Also ich, 1 Million habe ich echt gerade eben gedacht, boah, könnte schaffen, 1 Million. Ist ein Projekt, aber jetzt sage ich, okay, verloren, also hast schon verloren. Projekt ist ehrlich, hiermit beendet. Also ganz ehrlich, hat verloren. Eine Rebzeile hat knapp 13.000 Euro gekostet. Ja, okay. Aber jetzt hat irgendwann mal dann noch der Vollernter, dann die ganzen Anbaumaschinen, wo ich eben für die Pflege von dem Weingut, von dem Wein, ja, brauche. Dann meine regulären Maschinen für den Hof. Ja, ich meine, ich hätte es auch im ersten Jahr hätte ich es auch so machen können, dass ich mir alles miet. Ja, aber. Aber im Leasing, ganz ehrlich, im Leasing sind die Dinger meistens teurer als. Dann vergesse ich eins zurückzugeben, dann zahle ich unglaublich viel Mietkosten. Das stimmt auch wieder, ja. Und dann ärgere ich mich noch mehr, dass ich sie nicht gleich gekauft habe. Nur ich werde wahrscheinlich nochmal den Schlepper wechseln, weil ich würde ganz gern, weil ich ja Kühe habe, ich würde das ganz gern auf biodynamisch machen. Bedeutet. Aber hast du da Vorteile dadurch? Nee. Das ist einfach nur für mich biodynamisch, keine konventionellen Düngemittel, sondern zum Beispiel Mist, dass ich habe so einen kleinen Miststreuer für Weinberge, habe ich gefunden. Okay. Und dass ich den quasi immer befülle, dann hier hochfahre, ausbringe, ne, dann verarbeite ich auch meinen Mist und im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, aus Scheiße machst du Geld. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Ah, apropos, und zwar was anderes. Du hast doch. Jetzt muss ich nur schnell gucken. Du hast. Ich habe übrigens auch im Betrax mit reingenommen, ne? Oh, das. Der 1800er Intercooler, der ist auch mit dabei. Oh, sehr schön. Oh, da müssen wir natürlich nachher gleich mal. Und zwar, jetzt muss ich erstmal gucken. Sind das hier jetzt? Ah, okay. Du hast doch ein Abfallprodukt von deinen. Von deiner Winzerei praktisch. Ja. Kann man dir das abkaufen? Also, ich denke ja. Ich gehe jetzt mal davon aus. Das sind diese, lila Häufchen da, ne? Genau, richtig. Muss ich mal gucken, ne, dass ich da ein Minusgeschäft mache. Nee, du kannst es. Warte mal, was ist denn, was wäre denn das wert? Ich guck mal kurz, was man hier gleich mal, was sehe ich denn das? Traubenmost? Der ist jetzt bei 600 Euro. Also, okay. also 648 Euro. Das ist ja nix. Also ich würde dir 800 geben, würdest du auch selber abholen. Darüber reden wir, also ich schreibe es mir auf. 900. okay, wenn du jetzt höher gehst, was willst du damit? Jetzt bin ich neugierig. Das kann ich jetzt nicht. Ja, genau, richtig. Ich schreib's mir auf und wenn es dann soweit ist, sag ich dir nochmal Bescheid, weil wie gesagt, das dauert jetzt. Ja, natürlich. Lass dir Zeit, gar kein Thema. Aber es ist vorgemerkt. Also 900 hast du gesagt? Pro 1000 Liter oder? Ja, richtig. Also 1000 Liter. Ich hol's mir Most auch selber ab. Achso, warte mal.
Das weiß ich noch gar nicht. Nicht, dass ich das irgendwie mit einem Fass abholen muss und ich habe gar keins. Aber das kann ich mir ja mieten und ich werde es mir auch selber abholen. Okay. Und ich würde sagen, so von der Menge her erstmal so, boah, wenn du mal so 1 Million hast, dann hole ich's. Nee, ich hole alles. Ich hole alles komplett. Okay, jetzt bin ich doch neugierig. Ich kann es nicht sagen. Das ist, es ist ja hier keine Challenge oder so, aber... Ja, ich meine, für dich sind die Schweine schon eine Challenge, ne? Aber ja, das... Ich meine, wir arbeiten ja zusammen und wir helfen uns gegenseitig, aber doch... Richtig. Jetzt bin ich auch neugierig, ne? Also... Ja, okay. Ich glaube, ich muss mir das mal nochmal angucken. Nee, bloß nicht. Bloß nicht. Nee, ich kann es dir ja sagen. Oh, ich bin voll. Deswegen wollte ich gerade sagen, oh, der Server hängt. Aber ich bin voll. Und zwar folgendes. Wenn ich dir das... Aber du musst mir mindestens versprechen, mindestens die Hälfte mal abzugeben. Nee, weil wenn du sag halt einfach, mein Gott. Okay, und zwar kann man davon Dünger herstellen. Ja, passt doch, ist doch alles gut. Genau. Und das wäre für mich Essen, also lukrativ, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich möchte eh auf biodynamisch gehen und das bisschen, was ich... also biodynamisch im Weinberg... und das, was ich eben auf den Feldern dann brauche, das bisschen, das mache ich konventionell oder ich kaufe mir von dir Dünger. Also, ne? Nein, okay. Mein Gott. Nee. Ja. Also, dass du das schon mal vorgemerkt. Sehr schön. Eine Sämaschine hast du zufälligerweise nicht. Nee, wollte ich mir aber noch holen. Ah, perfekt. Ja, gut. Dann warte ich, bis du dir eine kaufst und dann... Ja, glaub, dann stelle ich dir die Rechnung. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Aber es fällt ja eh nicht bei 2,5 Millionen oder was du da hast. Nee, nicht wirklich. Also... Obwohl, es geht eigentlich dann relativ schnell. Also ein... Wenn es dann mal läuft. Wow, jetzt ist mal ein kurzes Speicherleck. Also diese Season wahrscheinlich noch nicht. Aber ja, die nächste Season dann auf jeden Fall. Oh, okay. Wenn dann. Ah, das wird wahrscheinlich die Zuschauer auch so ein bisschen interessieren. Wie machen wir das mit der Nacht? Willst du in der Nacht spielen? Ich hätte die Nacht tatsächlich übersprungen. Ja, sehr schön. Außer man ist jetzt wirklich am Ansehen oder macht irgendeine Arbeit oder ja, irgendwas. Ja, das, ja. Dann müssen leider die Zuschauer da in den sauren Apfel beißen und da durch. Aber Gibt es den Dislike-Button eigentlich noch? Nö, gell? Ja, aber den habe ich deaktiviert. bei mir habe ich ihn deaktiviert. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass... Dass den gar nicht mehr gibt, habe ich eigentlich gedacht. Nein, Geschmack. Doch, den gibt's. Weil entweder du magst es oder du magst es nicht und du musst es ja auch dem, sag ich jetzt mal, Content Creator auch zeigen. Ja, wegen Diskriminierung oder so, habe ich gedacht, gibt's es nicht mehr. Nee, also. Okay. Weil das ist ja eigentlich keine Diskriminierung. In dem Sinne ist es ja. Also so sehe ich das, es ist ja konstruktive Kritik. Ne? Also du sagst ja nicht, pass mal auf, du Lutscher, dein Video ist zwar toll, aber irgendwie doch scheiße. ist zwar auch eine Meinung und ist auch ein Statement, wo man mit arbeiten kann, aber ich finde, und das habe ich von Anfang an gesagt, wo ich Videos aufgenommen habe, egal in welcher Art und Weise Kritik ist immer gut. Egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Natürlich ärgert man sich im ersten Moment über negative Kritik. Ja, aber klar, ja. Daraus kann man auch lernen, so ist es nicht. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und das wissen eigentlich die Leute bei mir auf dem Kanal, also egal, welche Kritik sie üben,
ich bin ihnen weder böse noch sonst irgendwas, weil auch negative Kritik ist für mich Kritik, wo man draus lernen kann. Aber hast du schon mal so einen richtigen krassen Kommentar irgendwie gehabt oder so, wo du sagst, boah, der Auf TikTok. Auf TikTok okay. Teilweise. Ach, übrigens, an alle, die es nicht wissen, ich habe auch noch einen TikTok-Kanal. Ach, sehr schön. Eigenwerbung auch noch. auch Hübby Gaming, also falls ihr da mal vorbeischauen wollt, könnt ihr gerne reingucken. Wird vom Fabian, von meinem Mod, quasi immer versorgt mit Videos und allem drum und dran. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Gut. So viel zur Eigenwerbung. auf TikTok war teilweise wirklich mal einer, der hat, wo ich damals angefangen habe mit Videos, also entweder war ich erkältet oder ich weiß nicht, keine Ahnung, oder ich war es halt einfach nur nicht gewohnt, halt so viel zu reden. Ich rede zwar auch den ganzen Tag viel, aber jetzt mit dem Bildschirm reden ist halt doch wieder was anderes als klar. So mit Kollegen zu reden, sag ich jetzt mal, ne? Und da war tatsächlich einer, der hat mir echt unten drunter geschrieben, also, jetzt mal ehrlich, Bro, ich würde ja deine Videos gucken, aber du räusperst dich eigentlich zu viel und deswegen habe ich keinen Bock. Und ich denke mir so, Alter, echt jetzt? Was ist denn da los? Ich meine, ich muss ja atmen, ne? Ich muss ja atmen. Ja, klar. Also, und ich denke mir so, okay, ich meine, ich zwinge ja keinen dazu, ne? Und ja, genau. Das ist ja das. Ich meine, ich ja, zwinge grundsätzlich niemanden, meine Videos zu gucken. Wer meine Videos gucken will, der guckt sie. Und wer sie nicht gucken will, der guckt sie nicht. Ich meine, bei mir läuft das alles ungeschnitten, ungefiltert und mit allen Konsequenzen, was in der Folge passiert, ab. Und ich sehe nicht ein, dass ich das mir zurecht schnibbel. Erstens mal habe ich nicht die Zeit dazu und zweitens mal möchte ich als Zuschauer das auch authentisch haben. Außer es ist jetzt eine Geschichte, wo ich sage, das wären jetzt 10 Folgen Pflügen. Nee, mach mal nett. Also bei mir ist es gerade so, ich versuche gerade seit geschlagenen 10 Minuten meinen Hänger hier auszuleeren bei dem blöden Kartoffeldings. Und ich komme einfach nicht. Da musst du die Rutsche aufbauen. Ja, leck mich am Arsch. Das sagt. Oh, scheiße, darf ich das überhaupt sagen? Ja, ja, alles gut. Installieren Sie die Abdeckung. Hä? Ah, jetzt entfernen Sie die Abdeckung. Ach, da ist die Rutsche. Ach, wunderbar. Das, ja, das ist ein animierter Kartoffelkeller. Ja, ja. Ach verdammt, was wollte ich denn jetzt? Ah, Sämaschine. Ja. Aber zuerst, wir kaufen zuerst ein Feld. Platz 2. Aber den Hänger, den verkaufe ich wieder. Das ist ja Drehschirme hier. Das ist. Ah, nee, ey. Was habe ich denn hier nur. Warum habe ich das gekauft überhaupt? So, dann hätte ich gesagt. Mache ich die doch hier oben, oder? Die 58 hole ich mir. Und die 59. Curseplay dürfen wir verwenden, oder? Ja, 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 ja. Habe ich ja mit drauf. Okay. Oh Gottes Willen. Jetzt muss ich mal gucken, wie das nochmal ging. Ich arbeite nur mit Curseplay. Ich möchte keine Angst für die Leute, die jetzt sagen, nee, es kostet mir Geld. Ja, es ist ganz normal eingestellt. Ich werde den bezahlen und alles miteinander. Er wird nicht ausgebeutet und obwohl ich ernsthaft drüber nachgedacht habe, aber ja. Ah, da ist er. Job erstellen. Kann ich ein Vollernter überhaupt Kartoffel? Ja, geil, das geht schon. Ja, ja, ja. Kurzes Ding, wenn du den Vollernter mit Curseplay machen lässt, also Kartoffeln abernten mit Curseplay, Alter, ja. Was ist denn das?
Ja. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wieso denn als Beifahrer? Nein. Kann ich das auch noch? Warte mal ganz kurz, ich bin gerade wegen. Ja, könnte. Hä? Wieso kann ich da nicht als Fahrer einsteigen? Wo denn? Beim Händler? Ja, da musst du den Hof wechseln. Ah. Okay, dann lass mal's. Da musst du den Hof wechseln. So, dann. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Cursplay-Einstellung, Vollernte, Erntemaschine. Ja. Mach die Überlappung. Überlappung? Beim Cursplay unten, also die Prozentzahl der Überlappung, mach die bitte deutlich höher. Steht, was für Überlappungen? Ich bin doch hier beim aktiven Helfer, da tue ich das doch einrichten. Was für eine Überlappung? Wo steht es denn? Also ich gehe ja hier auf das Ich zeig's dir mal nach der nach der Nee, das möchte ich gerne jetzt wissen, weil ich den jetzt starten möchte. Ach so. Du gehst ja ganz normal auf ESC, dann gehe ich hier auf mein komisches Lenkrad, auf das Symbol, dann gehe ich hier auf das Feld, dann gebe ich ein Arbeitsbreite, Fahrzeuge, bla 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 und lass das generieren. Und da ist keine Prozentüberlappung dabei? Nein. Okay. Da steht nur Arbeitsbreite, Fahrzeuge, Vorgewende, starten auf. Mach mal Escape. Ja. Dann gehst du CP und zwar die zwei Zahnräder. Ah, okay. Und dann steht da unten bei Benutzereinstellungen Expertenmodus. Auf was steht denn der bei dir? Deaktiviert. Mach den mal aktiviert. Okay. Dann wieder raus auf das Lenkrad. Ah ja, okay. Und dann müsste Überlappung irgendwas, keine Ahnung, Zeilenüberlappung irgendwie 2% auf 7% steht es, glaube ich, automatisch. Ja, jetzt steht's dran, ja. Und das musst du auf mindestens 5% machen. Allein schon wegen den Kurven. Ah, okay. Weil dann musst du am Schluss weniger nacharbeiten. Okay. Nur so als Tipp. Oh, das ist gut. Das habe ich gar nicht gewusst. Oh ja, also Expertendings. Das ist ja echt. Uiuiui. Hat aber auch lang gedauert, bis ich es gerafft habe. Davon mal abgesehen. Okay. Nee, weil ich nämlich gedacht habe, Mensch, ich müsste eigentlich gegen den Uhrzeigersinn, weil ich den ja abladen will, sonst müsste ich ja aufs Feld fahren. Und das steht ja auch, Vorgewenderichtung. Das ist ja richtig geil. Also praktisch fährt der, dass ich ihn abladen kann während der Fahrt. Ja. Habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Da musst du aber dann noch einstellen, wenn der dann fährt. Ja. Da musst du dich dann in das Fahrzeug setzen, Escape drücken und dann musst du in das Fahrzeug quasi in diesen CP-Kurs quasi in dieses Fahrzeug reingehen und dann die Abladung. Oh nein, das fährt mir durchs Feld, der Arsch. Ja, aber der zerstört ja nichts. Der macht ja nichts. Seit wann zerstört er was? Der hat's zerstört. Erster Wegpunkt muss ich eingeben. Also der bei mir. Okay. Da musst du dann Die Betankung während der Fahrt deaktivieren, weil dann bleibt der nämlich auch stehen bei der Abladung bzw. abbunkern. Weil so, wenn du dann hinfährst... Wo gebe ich das ein? In dem Schlepper bzw. in dem Drescher bzw. Vollernter. Okay, wenn... So. Dann haben wir eine Sämaschine gekauft. Dann machen wir... Zap. Ach, da, beim
Entladen, stehen bleiben, deaktivieren. Genau. Okay, das war schon deaktiviert. Nee, aktivieren so. Muss das. Beim Entladen, stehen bleiben, aktivieren. Nee, muss nee, das. Nee, das, nee, das soll ja nicht stehen bleiben. Das Ach soll so, ja okay. weiterfahren. Weil ich, das Geld. Ja, ja, wem sagst du das? Aber wir sind hiermit. Schon wieder? Beim, mein Gott, die ja, Zeit, Wahnsinn. Am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei jedem Einzelnen, der zugeschaut hat. Schaut gern beim LK Play 87 auf dem Kanal vorbei. Der hat auch wunderschöne Videos, wunderschöne Playlisten. Lasst ihm ein bisschen Liebe da freut er sich auf jeden Fall. Dazu kann ich gar nichts mehr sagen, weil da hat er vollkommen recht. Aber natürlich auch beim Hübi und meinen Abos. Also alle, die jetzt bei mir abonniert haben, direkt beim Hübi auch abonnieren. Weil wir wollen die Weltherrschaft übernehmen. So ist es geplant, ja. Nee, also, wie gesagt, ihr wisst Bescheid. Morgen um 8 und um 12 kommen die zwei. Kommen, ja, die, ja, warte, halt, Folgen. Stopp. Die wissen ja gar nicht, dass wir heute aufnehmen. Weil, wenn die erste Folge sehen und du sagst morgen, dann denken die ja Montag. Ah, stimmt, genau. Ah, clever. Gar nicht so blöd. Super, jetzt hat sich natürlich dann. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist, der mit uns den Weg auf der Galgenberg geht, um es mit den Worten von LK Play zu sagen, hier werden wir alt. Stimmt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Kommentiert fleißig, haut Däumchen raus, lasst gerne ein Abo da, wenn es gefallen hat. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Und in diesem Sinne, ab in die Rinne, der Hübi ist raus. Schönen Abend. Euch auch, tschüss.